Hallo, in diesem Video zeige ich, wie ich diese gefüllten Nudeln in Herzform hergestellt habe. Der Teig ist rein vegan, das heißt, er besteht nur aus Hartweizengrieß, Mehl und Wasser. In diesem Fall habe ich aber statt Wasser rote Beete-Püree und Paprikamark verwendet, um den Teig tiefrot zu färben. Gefüllt habe ich die Nudeln mit einer Spinat-Frischkäse-Creme und habe sie mit einer leckeren Käsesoße garniert. Für die genauen Mengenangaben schaut in die Infobox rein, da habe ich alles detailliert aufgeschrieben. Zunächst habe ich den Teig hergestellt. Dazu habe ich die rote Beete geschält, in Scheiben geschnitten und in meinem Zerkleinerer fein püriert. Statt Püree kann man auch rote Beete Pulver nehmen und die fehlende Flüssigkeit im Teig dann mit Wasser ergänzen. Wer die rote Beete nicht roh hineingeben möchte, kann sie natürlich im Backofen oder im Topf erstmal vorgaren. Danach habe ich das Mehl und den Grieß in meine Küchenmaschine gegeben und einen Teil vom Püree zunächst mit dem Flachrührer hineingemischt. Am besten am Anfang nicht das ganze Püree hineingeben, es kommt nämlich darauf an, wie feucht die Masse ist. Wenn sich alles gut miteinander verbunden hat, kann man zum Knethaken wechseln. Nun gibt man immer weiter das restliche rote Beete-Püree und das Paprikamark hinein, bis ein geschmeidig fester Teig entsteht. Der Teig sollte dann in Folie eingepackt mindestens eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen, bevor er weiterverarbeitet wird. In der Zwischenzeit kann man sich um die Füllung kümmern. Ich habe mich für eine Spinat-Frischkäse-Füllung entschieden und habe dafür erst einmal den Spinat gewaschen, trocken geschüttelt und ihn grob zerteilt. Danach habe ich eine Zwiebel geschält und sie fein gehackt. Anschließend habe ich eine Knoblauchzehe fein gehackt und mit der Messerklinge fein zerdrückt. In einer Pfanne habe ich etwa 3 Esslöffel Olivenöl erhitzt und darin zunächst die Zwiebeln glasig gedünstet. Dann kam der Knoblauch hinein und anschließend auch die grob gehackten Spinatblätter. Das Ganze wird nun weiter erhitzt, bis die Spinatblätter zusammenfallen. Dann wird der Spinat noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Damit ich es später beim Befüllen der Nudeln bzw. der Herzravioli leichter habe, habe ich den gedünsteten Spinat gemeinsam mit dem Parmesan in meinem Zerkleinerer püriert. Zum Schluss kam dann noch der Frischkäse hinein und wurde gut durchgemischt. Das Spinatpüree habe ich dann in einen Spritzbeutel gefüllt. Meinen Teig habe ich zunächst einmal halbiert und ihn auf meiner gut bemehlten Arbeitsfläche dünn ausgerollt. Mit meinem Herzausstecher habe ich anschließend Herzen ausgestochen. Jeweils 2 Herzen gehören dabei immer zueinander. Insgesamt habe ich aus dem ganzen Teig ca. 60 Herzen, also 30 Herzenpaare ausgestochen. Beim Befüllen habe ich einen der Herzen zunächst mit Wasser bepinselt, damit ich die beiden Herzen gut zusammenkleben kann und habe darauf mit dem Spritzbeutel meine Füllung gespritzt. Es sollte hierbei darauf geachtet werden, dass genug Rand da ist, um die Herzen miteinander kleben zu können.
Und so macht man dann weiter, bis der ganze Teig aufgebraucht ist. Während die Herznudeln gut bemehlt auf der Arbeitsfläche liegen, kann man die Käsesoße zubereiten. Für meine Soße habe ich zunächst in einem Topf Milch erhitzt und darin Creme fraiche aufgelöst. Anschließend habe ich Gorgonzola und insgesamt 3 Stück Allgäuer Schmelzscheiben hineingegeben und alles miteinander gut verrührt. Dann habe ich den Topf vom Herd genommen und zum Schluss den Parmesan hineingegeben. Die Soße wird am Ende mit Pfeffer und eventuell noch Muskat abgeschmeckt. Während man die Käsesoße zubereitet, kann man auf der anderen Seite schon einmal für die Nudeln Wasser aufkochen. Kocht das Wasser auf, wird es noch gesalzen und die Herzen dürfen für ca. 3 bis 4 Minuten bzw. bis sie an die Oberfläche schwimmen gekocht werden. Die fertig gekochten Herzen müssen dann nur noch mit einer Kelle aus dem Wasser entnommen werden und können mit der heißen Käsesoße serviert werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!